Mädels, ihr seid in einer Challenge gelandet. Okay, ich will als Erste meinen Safe öffnen. Boah, das ist ja cool. Ein Snickers Milkshake. Aber wie soll ich den trinken? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich muss einfach nur den Deckel öffnen. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Darf ich mal probieren? Nee. Sicherlich nicht. Das ist mein Cocktail, also werde ich ihn trinken. Außerdem schmeckt er so gut. Oh ja. Ich werde sicher nicht teilen. Okay, dann kriegst du das, was du verdienst. Schmeckt dir doch, oder? Was hast du angerichtet? Jetzt bin ich voller Schokolade. Ich habe nichts mehr übrig. Jetzt bin ich dran. Was, Fisch? Oh mein Gott. Wieso kriegst du einen Schokococktail und ich krieg einen Stinkefisch? Halte den von uns fern und beeile dich, iss ihn. Oh Mann, wenn ich kotzen muss, seid ihr dran schuld. Wie ekelhaft. Nein, so einen ganzen Fisch schaffe ich eh nicht. Du musst aber... Oh, wow. Ich glaube, mir wird schlecht. Oh mein Gott. Wie eklig. Wieso habt ihr mich dazu gebracht, das zu essen? Igitt. Hey, was machst du? Dein Safe musst du auch noch öffnen. Okay. Und das ist alles? Nur ein Skittles-Bonbon? Das muss sicher lecker sein, oder? Ein ganz normales Skittles-Bonbon, seltsam. Oh, was ist denn mit dir los? Mädels, ich glaube, ich habe einen Ausschlag. Oh Mann, davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Yeah, jetzt werde ich mein Leben lang Süßigkeiten haben. Kann ich auch mal probieren? Natürlich. Lecker. Willst du auch was? Nein, das ist voll ekelhaft. Unglaublich. Das ist die coolste Krankheit, die ich je hatte. Nein, ich will sicher nicht. Igitt. In dieser Runde möchte ich zuerst meinen Safe öffnen. Wow, was für eine Überraschung. Ich habe noch nie so viele Poppets gesehen. Die sind ja voll ungewöhnlich. Ah, die sind aus Fruchtgummi. Mädels, habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein. Schmeckt das auch gut? Natürlich doch. Unglaublich lecker. Ich will so schnell wie möglich alles aufessen. Ja, das ist mega lecker. Oh, wir wollen auch was davon. Ich glaube, Kate wird nichts dagegen haben, wenn wir auch ein bisschen was probieren. Ah, die wird sicher nichts dagegen haben. Natürlich habe ich was dagegen. Weg von meinem Safe. Das gehört nur mir. Okay. Oh Mann, ich wünsche mir, ich habe auch was Gutes. Bloß nicht das. Ich habe Angst vor Würmern. Los, keine Regenwürmer. Die machen mir so viel Angst. Was? Wieso werde ich auf diese Weise bestraft? Nimm das sofort ab. Ah ja, genau. Ich habe eine tolle Idee. Ich brauche bloß einen kleinen Staubsauger. Der wird dich retten. Okay. Oh nein, ein Wurm ist noch übrig geblieben. Was? Wo denn? Genau über der Lippe. Ah, den habe ich wirklich verpasst. Jetzt lass doch los. Wunderbar, ich habe es geschafft. Oh Mann. Was für Lippen. Ulala. Ach, du lachst sie auch noch aus. Dafür kannst du die Würmer hier probieren. Hey, was habt ihr angerichtet? Die sind ja mega eklig. Igitt, jetzt muss ich mir den Mund spülen. Na komm schon, schau dir deinen Safe an. Mach ich auch. Oh wow, da ist jetzt eine Art Zaubertrank drin. Ich hoffe, der macht mich zur hübschesten auf der Welt. Was für ein komisches Gefühl. Oh, was passiert mit mir? Ich werde kleiner. Oh, ich bin geschrumpft. Holt mich hoch. Here we go. Oh, du bist so süß.
Ich will dich mal anfassen. Oh yeah, ein Poppet. Ich bin das kleinste Mädchen auf der Welt. Ich kann auf dem Poppet rumhüpfen. Oh, die ist so süß. Aua, das hat weh getan. Schau mal, was du mit meinem Finger getan hast. Na warte, dafür musst du gegen diesen Regenwurm hier antreten. Oh ja, das wird sicher spannend. Julie, wir glauben an dich. Oh, ob ihr es schafft? Nimm das und das auch noch. Und das hier. Yeah. Julie, das hast du wunderbar gemacht. Das war so cool. Ja, Mädels, danke für eure Unterstützung. Was erwartet uns dieses Mal? Oh nein, ich esse definitiv kein rohes Fleisch. Mädels, tut mir leid, aber das geht mir zu weit. Hier hast du einen Teller und guten Appetit. Okay. Ihr seid so hart. Das ist ja kein Fleisch, das ist ja echtes Gummi. Ich kann nicht mal was abbeißen. Oh, ich habe genug davon. Ich glaube, Messer und Gabel werden dir helfen. Also los. Ups, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Jetzt kann ich sogar den Teller essen. Okay, Menschen haben schließlich Fleischbraten erfunden. Denn roh kann man das ja gar nicht essen. Er wird ganz schlecht davon. Julie, mach du dein Safe auf. Mal sehen. Oh, was für ein geheimnisvoller Zauberstab. Wunderbar. Ich frage mich, was ich damit zaubern kann. Hier ist einfach. Ich glaube, ich habe was gelernt. Du hast mich fast verbrannt. Schau mal, was du getan hast. Du solltest dich schämen. Alles nur wegen diesem Zauberstab. Oh, die hat ja mich fast verstümmelt. Komm, den legen wir einfach auf den Tisch, okay? Okay, es wird Zeit, dass du deinen Safe öffnest. Oh ja. Mal sehen, was da drin ist. Unglaublich, das ist ja Eiscreme. Finger weg, das gehört mir alleine. Hier ist schließlich nicht genug für uns alle drin. Oh Mann, dieser Löffel ist einfach zu klein. Ich brauche einen größeren Löffel. Jetzt kann's losgehen. Oh, nichts geht über ein Eis an einem heißen Sommertag. Können wir auch was haben? Nein, sicher nicht. Die ist voll gierig. Kate, was ist mit dir passiert? Die ist ja voll steif. Ich weiß, wie ich sie davon retten kann. Der Zauberstab wird mir helfen. Mädels, vielen Dank. Sonst wäre ich für immer erfroren geblieben. Oh nein, jetzt brenne ich. Was für eine gute Gelegenheit, mein Fleisch anzubraten. Das kommt rechtzeitig. Ich bin nämlich ganz schön hungrig geworden. Okay, dein brennender Kopf war super. Lecker. Ich liebe es. Dankeschön, Kate. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Oh ja, jeder liebt Nutella. Ich bin keine Ausnahme. Hey, schau, was du gemacht hast. Kein Problem, das mache ich wieder in Ordnung. Ah, das hat weh getan. Hör auf, mit dem Deckel hier herumzuwerfen. Jetzt kann ich meine Nutella probieren. Julie, du kriegst nichts davon. Ich habe was probiert. Das ist alles so gierig. Aber ich habe auch einen Tropfen bekommen. Wie lecker. Oh nein, Mädels, ich habe ein Problem. Meine Hand steckt im Glas fest. Hilf mir, sie rauszuholen. Okay.
was tut man nicht alles für eine Freundin? Auch wenn sie gierig ist. Na los, nimm das Glas ab. Noch ein bisschen. Na endlich. Oh, da ist ja noch was übrig. Extra für uns. Dankeschön, Mädels. Ohne euch hätte ich das sicher nicht geschafft. Oh, an meiner Hand ist immer noch was übrig. Kate, jetzt bist du dran. Das stinkt ja. Bloß nicht das. Das ist ja Schimmelkäse oder so. Mädels, das schaffe ich sicher nicht. Ich glaube, Julie und ich werden dir helfen müssen. Dann mach den Mund auf. Oh nein, was ist das denn? Ich fühle mich nicht gut. Ich musste fast kotzen. Julie, und was hast du? Halt sehen. Oh Mann, das ist ein Portal. Wir fliegen nach Hause. Oh, was für ein cooler Schokoladenwürfel. Oh, der von Marie ist viel größer. Und Mia hat einen riesigen Würfel. Oh, wie cool. Emma, mach dir nichts draus. Dafür kannst du anfangen. Das stimmt schon. Mein Würfel ist so süß und lecker. Und schmeckt super. Und was ist denn da drin? Nutella. Das ist ja mega cool. Und der Schokowürfel selbst ist lecker. Marie, jetzt kannst du weitermachen. Mal sehen, was in meinem Schokowürfel drin ist. Oh, wow, so viele kleine Oreos. Wie cool ist das denn? Ich liebe die Dinger. Hände weg von meinem Würfel. Diese Oreos gehören mir alleine. Wie cool ist das denn? Davon habe ich nur geträumt. Und jetzt probiere ich die Schokolade an sich. Wie lecker. Was könnte besser sein? Mia, jetzt bist du dran. Hurra, ich kann es kaum erwarten. Oh Mann, das Ding ist so hart, ich kann gar nicht reinbeißen. Aber ich weiß, was ich tun kann. Ich brauche einfach eine Minecraft-Spitzhacke. Hurra, es hat funktioniert. Wahnsinn, schaut mal. Da sind M&M's drin. Boah, das sieht so appetitlich aus. Mädels, es hätte echt nicht besser sein können. Ich bin einfach auf Wolke 7. Ich werde alles aufessen. Was willst du denn? Kannst du uns auch was geben, bitte? Euch was geben? Ja, okay, bitte sehr. Heute bin ich nett. Oh, danke, Mia. Deine Süßigkeiten sind so lecker. Mädels, lasst uns den Schokowürfel auch noch probieren. 3, 2, 1, reinbeißen. Mann, ist das lecker. Unglaublich. Was für eine klitzekleine Cola-Flasche. Maries Flasche ist ein bisschen größer. Wow. Emma, deine Flasche ist einfach riesig. Aber natürlich kann Mia anfangen. Ah, ich habe die kleinste Flasche. Aber dafür schmeckt das am besten. Und das war's auch schon? Menno, das war viel zu wenig. Jetzt bin ich dran. Weg mit dem Deckel. Tut mir leid. Jetzt stecke ich da meinen Strohhalm rein und probier was. Wie lecker. Wartet mal, ich habe eine Idee. Ich nehme mir auch einen Strohhalm und probier auch was von ihrer Cola. Schön vorsichtig, damit sie nichts bemerkt. Es hat geklappt. Jetzt kann ich auch was trinken. Ich liebe diesen Geschmack. Moment mal. Mia, wie konntest du nur? Mädels, ich wollte meine Flasche hochheben und sie trinken. Aber ich glaube, das klappt nicht. Oh, ich habe eine geniale Idee. Ich benutze einfach diesen kleinen Wasserhahn. Und jetzt fülle ich meine Cola in ein Glas. Ganz einfach. Und jetzt kommt das Beste. Das schmeckt so lecker. Gib mir sofort mein Glas wieder. Und wagt es ja nicht, mein Glas anzufassen. Diese Cola gehört mir alleine. Wie lecker. Das ist viel mehr, als ich gedacht habe. Mädels, ich halte es nicht mehr aus. Wir werden dir gleich helfen. Emma, Emma, Emma. Wow, was für eine coole Unterstützung. Was würde ich nur ohne euch machen? Jetzt werde ich auf jeden Fall alles schaffen. Ja, hier ist nur noch ein bisschen übrig. Nur noch ein paar Tropfen. Super, ich hab's geschafft. Danke für den Applaus, aber ohne euch hätte ich nicht geschafft. Oh, viel zu viele Blubberblasen. Oh, das stinkt ja total.
Tut mir leid, Mädels. Das wollte ich nicht. Oh, das ist ja eine Pizza, die ist so groß wie ein Fingernagel. Arme Mia. Und Marie hingegen hat eine mittelgroße Standardpizza. Wow, Emma, ich habe noch nie so eine riesige Pizza gesehen. Natürlich können wir mit Mia beginnen. Sie hat nämlich die kleinste Pizza der Welt. Ja, das stimmt schon. Aber sie wird trotzdem lecker sein. Und wisst ihr was? Ich benutze Messer und Gabel, um diese kleine Pizza zu essen. Und jetzt probieren wir mal. Das schmeckt ja mega lecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Oh, zu schade, dass ich nur so wenig hatte. Schau mich nicht so an, ich bin einfach hungrig. Yeah, jetzt kann ich weitermachen. Lass mich mal probieren. Wie lecker. Und dieser Käse dehnt sich. Und die Peperoni sind so lecker. Was willst du? Soll ich dir die Krusten geben? Okay, was für ein seltsamer Fall. Ich liebe diese Krusten, die sind so lecker. Du bist ja seltsam. Wie auch immer, jetzt probiere ich meine mega große Pizza. Wir fangen mit diesem Stück hier an. Fertig, jetzt nehme ich mir das nächste. Und das nächste. Oh, das war's auch schon. Ich bin satt. Oh nein, ich habe einen riesigen Bauch. Mädels, hebt mich hoch, bitte. Oh wow, das ist ja die kleinste Nudelpackung, die ich je gesehen habe. Und die ging an Emma. Mia hat eine mittelgroße Packung und Marie hat die größte. Na dann, lasst uns anfangen. Los, Emma, wir warten auf dich. Ja, in Ordnung. Ich habe klitzekleine chinesische Essstäbchen bekommen. Oh nein, ich habe meine Nudeln fallen lassen. Ich schaffe das auch ohne Stäbchen. Hm, wie lecker. Aber leider viel zu wenig. Jetzt lach mich doch nicht aus. Mia, mach weiter. Super, ich bin mega hungrig. Ich kann es kaum erwarten, alles zu probieren. Außerdem bin ich ein Profi im Umgang mit Stäbchen. Ich werde keine Probleme haben. Also probieren wir. Diese Nudeln sind so mega lecker. Ich werde den Moment genießen. Na los, Mia, wir glauben an dich. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich bin fertig. Na endlich. Marie, du kannst weitermachen. Also, wo sind meine Stäbchen? Oh, Mädels, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Nein, diese Stäbchen werden wir dir nicht geben. Ist mir egal. Ich esse meine Nudeln einfach mit den Händen. Boah, ist das lecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Ich glaube, diese Frisur steht mir. Schmeckt lecker. Ich glaube, Marie steckt fest. Hilfe! Was für ein winziger Cupcake. Und Emma hat ein mittelgroßes Törtchen. Wow, Mia, dein Cupcake ist ja mega groß. Sieht appetitlich aus, aber wir beginnen mal wieder mit dem kleinsten. Klein, aber fein, so heißt es doch. Schmeckt lecker. Zu schade, dass ich schon alles aufgegessen habe. Hey, Finger weg, das ist mein Cupcake. Werde ich selber aufessen. Ich habe auf der Nase ein bisschen Sahne. Oh, ich habe eine Idee. Ich werde mein Cupcake einfach in zwei Hälften schneiden und ein Sandwich daraus machen. Voll der coole Lifehack, nicht wahr? Probieren wir mal. Mann, schmeckt das lecker. Ich liebe es einfach. Ich bin fertig. Mia, jetzt bist du dran. Oh, na endlich. Hurra. Diese Sahne ist so lecker. Ich glaube, mit einem Löffel wird das noch viel bequemer sein. Komm mal her, liebe Sahne. Das schmeckt so gut. Ich krieg einfach nicht genug davon. Und jetzt brauche ich meinen Löffel nicht mehr. Ich benutze die Hände. Boah, ist das lecker. Du bist voll schmutzig. Ist mir egal. Hauptsache, ich habe alles aufgegessen. Oh, Mädels. Hallo, Susi. Okay. Beeil dich und öffne den Safe. Lass uns sehen, was du da drin hast. Das ist ein ganzer Berg Donuts. Wie appetitlich. Fang schnell an, sie zu essen. Wow, was für schöne Donuts. Schaut mal, wie sich der Donut an meinem Finger dreht. Haha, das ist lustig. Oh, wo ist mein Donut? Ist er auf meinem Kopf? Ah, cool. Es ist Zeit, ihn zu probieren. Ist der lecker. Ich liebe Donuts. Was willst du, Phoebe?
Aua, was hast du gemacht? Ich werde nicht mit dir teilen. Oh, ich habe ein Pflaster. Einen Moment. Hier, bitteschön. Du wirst dich jetzt viel besser fühlen. Wow, danke, Emma. Ich fühle mich jetzt wirklich besser. Ich will meine Donuts aufessen. Mmh, die sind köstlich. Was für ein Genuss. Let's go. Phoebe, lass uns herausfinden, was in deinem Safe ist. Gerne, los geht's. Oh nein, das ist ein Oktopus-Cocktail. Das sieht ja ekelhaft aus. Ich will ihn nicht trinken. Er sieht schrecklich aus. Oh nein, was für ein Albtraum. Er wird bestimmt furchtbar schmecken. Probieren wir ihn mal. Oh, ist das eklig. Leute, das schmeckt furchtbar. Ich kann nicht glauben, dass ich das Zeug trinken muss. Oh, schrecklich. Jetzt bin ich dran. Was ist in meinem Safe? Wow, das ist Dynamit. Das ist ja gruselig. Es wird explodieren. Leute, was soll ich tun? Keine Panik. Ich habe in Filmen gesehen, dass man einen der Drähte durchschneiden muss. Ich wähle den roten. Hat's geklappt? Oh nein, das Dynamit ist explodiert. Wow, ist das Schokolade? Das war Schokoladendynamit. Das ist ja cool. Bedient euch. Wow, sind das neue Safes? Wer kommt als Erste? Leute, nicht streiten. Phoebe, mach deinen Safe auf. Wow, das ist ein brandneues iPhone. So cool. Schauen wir es uns mal an. Mädels, lasst uns Selfies mit meinem neuen iPhone machen. Und tschüss. Ups, jetzt bin ich dran. Mein Safe riecht fürchterlich. Was könnte da wohl drin sein? Es sind stinkende Zwiebeln. Das ist ja eklig. Hey, Emma, hör auf, mich auszulachen. Ich werde all diese Zwiebeln essen müssen. Und du bist dran. Ich habe Puppen in meinem Safe. Komisch. Was soll ich denn mit ihnen machen? Na gut, ich werde ein bisschen mit ihnen spielen. Lass mich versuchen, ihre Arme zu heben. Wartet mal, diese Puppen können euch kontrollieren. Wahnsinn, das ist so cool. Lasst uns etwas Spaß haben. Ich werde auf meinem Handy spielen. Hey, Susie, willst du zuschauen? Sieh zu, wie Phoebe ihr kostbares neues iPhone fallen lässt. Ein Moment. Und los. Das ist so lustig. Und es hat geklappt. Ups, es ist runtergefallen. Emma, was hast du getan? Das ist mein neues Handy. Es ist kaputt. Wie soll ich denn damit Selfies machen? Susie, warum sitzt du nur da? Isst deine Zwiebeln. Und zwar sofort. Nein, das werde ich nicht tun. Zwiebeln sind furchtbar. Warum muss ich sie essen? Ich habe eine Idee. Ich kann dich kontrollieren und du wirst sicher alle Zwiebeln essen. Komm schon, iss. Ha, das ist mal was anderes. Das macht so viel Spaß. Wow, Susie, ich wusste gar nicht, dass du ein Zwiebelfan bist. Das sieht sogar appetitlich aus. Und jetzt lasst uns tanzen, Mädels. Und los. Haha. Super. Autsch. Bist du auf mich gefallen? Oh nein, wo sind meine Puppen? Ups, ich stecke in Schwierigkeiten. Jetzt sind wir an der Reihe, Spaß zu haben. Zeit herauszufinden, was da drin ist. Susie ist als Erste dran. Was hast du denn da? Sind es Kakerlaken. Was für ein Albtraum. Beeil dich und wirf sie weg. Oh nein, Emma. Oh, Emma, ich wusste gar nicht, dass du mit Insekten befreundet bist. Susie mag sie bestimmt nicht. Was ist in Emmas Safe? Ein riesiger Oreo-Keks. Oh, das ist ja toll. Probieren schnell. Sieht lecker aus. Es ist appetitlicher als Susies Kakerlaken. Eindeutig. Haha, jetzt lasst uns sehen, was Phoebe in ihrem Safe hat. Sehr gerne. Was gibt es diesmal drin? Wow, ist das ein Zauberstab? Das sieht interessant aus. Was kann er denn? Mal sehen, ob er etwas zaubern kann. Wow, ich konnte euch in die Luft heben. Haha. Keine Sorge, ich lasse euch jetzt fallen. Ich bin unglaublich gespannt, den Oreo zu probieren. Das geht los. Das schmeckt so gut. Sehr, sehr lecker. Kaum zu glauben. Emma, warum teilst du dein Essen nicht mit mir? Nein, du bist so gierig. Ich werde dir einen Streich spielen. Ich kann meinen Zauberstab benutzen, um eine Kakerlake in die Luft zu heben. Und sie auf dein Oreo zu setzen. Was macht diese Kakerlake auf meinem Oreo? Susie, nimm sie weg. Die Kakerlaken haben nicht funktioniert. Dann nehme ich eben dein Oreo für mich selbst. Das hätte ich gleich tun sollen. Das ist die einfachste Sache der Welt.
super. Probieren wir den Keks? Wahnsinn, das schmeckt so gut. Hey, ist deine Kakerlaken, Susie? Sieh mich nicht so an. Oh nein, ich habe keine Lust. Das sieht furchtbar aus. Zwingt mich nicht dazu. Ich muss es wohl tun. Oh nein, das schmeckt schrecklich. Wie kann man so etwas überhaupt essen? Oh, habe ich wirklich alles gegessen? Seht ihr, ich bin fertig. Ich muss hier nicht mehr essen. Das hast du toll gemacht, Susie. Und ich habe keine Oreos mehr. Aber ich habe eine Idee. Ich kann mit meinem Zauberstab einen Haufen Süßigkeiten herbeizaubern. Es hat geklappt. Wie cool. Ich habe so viele Süßigkeiten. Oh, ihr wollt auch welche. Bedient euch. Wir können alle zusammen naschen.